Wenn plötzlich die Stimme weg ist, steckt meist eine harmlose Erkältung dahinter. Aber das ist nicht immer so. Nach einem Schlaganfall, einer Nervenentzündung oder einem chirurgischen Eingriff kann es zu einer Stimmbandlähmung kommen, mit fatalen Folgen. Einst stritten sich Nordwind und Sonne. Wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges kam? Man hat sich einfach zurückgezogen. Es ging schon los mit dem Telefon. Jeder am Telefon hat gesagt, oh, was ist mit deiner Stimme passiert? Und du kannst ja gar nicht mehr reden und wird das wieder mal besser? Und da kommen natürlich dann auch die Gedanken, die einem selber quälen. Den Patienten die Stimme zurückgeben, das gelingt dem Ärzteteam am SRH-Waldklinikum Gera. Mit einem in Deutschland einzigartigen Verfahren. Wenn man die Behandlung dieser Lähmung betrachtet, dann muss man wissen, dass derzeitig die übliche Form der Behandlung ein Einbringen von Fremdmaterial in die Stimmlippe ist. Es schwingt nicht, das bewegt sich nicht. Das Verfahren, was wir jetzt einsetzen, setzt einen Spendernerv ein in den Kehlkopf und sorgt quasi wieder zur Stimulation der Muskulatur. Und die Stimmlippe kann wieder kräftiger schwingen. Nach der OP geht es für den Patienten zum Phoniater. Er überprüft die wiedergewonnene Stimmfunktion. Der schönste Moment war wirklich nach der OP dann wirklich wieder meine Stimme zu hören, am Leben wieder teilhaben. Ganz anders wie während der Zeit.